Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar wollte ich euch mal wieder ein bisschen mit in den Stall nehmen. Ich bin zwar alleine unterwegs, deshalb wird es ein bisschen schwierig, da gut zu filmen, aber ich versuche es trotzdem. Und ja, schau mal, wie gut ich das hinbekomme. Ich hole den Espresso jetzt erstmal vom Paddock und schleiche mich an. Er hat mich noch nicht gehört, seit er auf seinem neuen Paddock steht. Sieht er mich nämlich nicht so gut anschleichen. Ich habe den Buben was zu essen mitgebracht. Okay, wartet. Ja, jeder ein Stück. Hier und hier. So. Ihr seid so süß. Das war's, ich habe leider nicht mehr. Guck. Ich habe nicht mehr. Schaut. Oh, das war meine Hand. Das Espresso hat auch eine richtig tolle Schramme. Wie beim Auge. Ich habe meine Kamera mal gerade auf Espressos Popo abgestellt und wie ihr sehen könnt, Lou nicht runterschmeißen. Wie ihr sehen könnt, ist er heute nicht so der motivierteste. Das ist eine Kamera. Irgendjemand quietscht. Ja, auf jeden Fall versuche ich. Okay, auf jeden Fall. Versuche ich den Espresso jetzt hier von seiner Gang wegzukriegen und wir wollen ein bisschen reiten. Als wäre er nicht schon den ganzen Vormittag auf der Koppel gewesen. Nein, wir müssen uns noch die letzten Grashalme am Paddockrand sichern. Was mit dir? Willst du mit oder was? So, Espresso, auf geht's jetzt. Los! Komm, wir gehen jetzt. Los. Bloß nicht zu schnell. Wenn ich den Espresso reinhole, muss er immer erstmal kurz in die Box zum Pipi. Okay, ich lasse dich alleine Espresso. So müde heute der Espresso, er schläft schon im Stehen gleich ein. Oh. Weil es jetzt, weil ich ja allein im Stall bin, ein bisschen schwierig sein wird, mich selbst beim Reiten zu filmen, werde ich mir die Kamera einfach mal auf den Helm schnallen. Und jetzt erstmal im Schritt ein bisschen im Schatten Schritt reiten und dann einfach nur ein bisschen locker reiten, weil es ist ja wirklich so warm, aber ein bisschen bewegen geht schon. Und jetzt hier im Schatten zieht es auch ein bisschen, da ist es eigentlich ganz schön. Espresso, was meinst du, wollen wir heute einfach Sprünge machen? Ich denke, das heißt ja. Immer ja, wenn es um Springen geht. Espresso scheint in die Sonne zu wollen. Aber er ist ja eher ein Sonnenpferd.
Wir sind jetzt ganz entspannt, noch eine schöne Runde im Gelände. Espresso war super beim Springen heute, der hat richtig tolle Sprünge gemacht und hat sich richtig angestrengt und man hat richtig gemerkt, wie er Lust hat zu springen. Ja, und jetzt genießen wir noch ein bisschen das schöne Wetter und dann reicht's für heute. Ein Besuch bei den süßen Kühen darf natürlich auch nicht fehlen. Deine Freunde, gell? Deine Freunde. Süß sind die, gell? So süß. So süß. Die letzten Meter Richtung Stall, da hat es der Espresso immer eilig. Egal wie müde er eigentlich ist, da liegt er einen Zahn zu. Espresso war wirklich so super beim Reiten. Und jetzt geht es zu seiner nächsten Lieblingsbeschäftigung, nämlich dem Wälzen. Warte. Ich lass mal losmachen. So, auf geht's. Komm. Irgendwie findet er heute kein gutes Plätzchen zum Hinlegen. Der Boden ist ihm wahrscheinlich zu nass. Er mag nämlich lieber nur den staubtrockenen Boden. Das war aber anstrengend, hä? Juhu, zurück auf dem Paddock. Ich sitze jetzt schon wieder im Auto und mache mich jetzt auf den Heimweg. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und ihr ein paar Eindrücke von unserem Stallalltag bekommen konntet. Es ist wie gesagt nicht so einfach, so viel richtig coole Sachen zu filmen, wenn man alleine ist. Aber ich habe es versucht und versucht, euch relativ viel mitzunehmen. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüss!